Jugendliche können ab sofort im neu sanierten Bahnhofsgebäude der Stadt Oelsnitz, Erzgebirge, den Ton angeben. Erik Schreier, Mitglied des Kreisvorstandes der Johanniter Unfallhilfe, hat gemeinsam mit den Bürgermeistern von Oelsnitz und Hohndorf am vergangenen Freitag das Jugendhaus Raga feierlich eröffnet. Der 26-jährige Sozialpädagoge und Sozialarbeiter Martin Lindenhain ist neuer Leiter der Jugendeinrichtung. Das Raga ist offen für jeden jungen Menschen, der Lust drauf hat, hierher zu kommen, seine Freizeit hier zu verbringen, neue Freunde kennenzulernen, alte Freunde zu treffen. Wir haben Dart, Tischkicker, eine Playstation, Imbissangebot jeden Tag, hin und wieder Kochprojekte. Ziel der Arbeit ist es, für die Jugendlichen ein konstanter Partner zu sein, der ihre Belange versteht und sie zu Eigenverantwortlichkeit animiert und sie darin unterstützt. Unsere Zielgruppe ist vor allem für Schüler ab der 5. Klasse bis ca. 18 Jahre geplant. Wenn jüngere oder ältere Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene Lust haben, sind sie herzlich eingeladen, hierher zu kommen. Unterschiedliche Veranstaltungen sollen zukünftig organisiert werden. Außerdem möchten wir den Schülern und Jugendlichen einen geschützten Raum für ihre Gefühle und Ideen geben. Die Johanniter wollen auf diese Art und Weise junge Menschen bei dem Start ins Erwachsenenleben unterstützen und als Begleiter für ein Stück ihres Lebens zur Seite stehen. Ideen habe ich ganz viele. Es kommt einfach darauf an, was die Jugendlichen auch wollen und für Vorschläge bringen. Und danach kann man dann gucken, was ist hier möglich und das dann auch durchführen. Im Außengelände, das ist schon geplant, sollen eine Grillstelle und ein Feuerplatz entstehen. Zur Eröffnung des Raga hatte das Oelsnitzer Stadtoberhaupt Bernd Birkicht einen Präsentkorb überreicht. Vom Hohndorfer Bürgermeister Matthias Groschwitz gab es einen Stapel Europaletten, die für die Gestaltung der Inneneinrichtung verwendet werden können. Geöffnet ist zunächst immer dienstags bis freitags von 13 bis 19 Uhr und alle zwei Wochen am Samstag. Zu finden ist das Raga im sanierten Bahnhofsgebäude Oelsnitz.